Eindrucksvoll. Ja, sehr geehrter Herr Zauner, liebe Mitgliederinnen, liebe Mitglieder der Landsmannschaft Ostpreußen, Westpreußen, Danzig, liebe Gäste, die wir ja auch hier haben, vom gesamten Niederrhein verteilt. Ich darf Sie alle ganz herzlich als Ortsbürgermeister von Dülken begrüßen. Heute Nachmittag darf Ihnen im Namen aller Dülkener Bürgerinnen und Bürger ganz herzliche Grüße überbringen. Und ich will vorweg sagen, ich bin heute kerngesund und ich bin wieder gerne zu Ihnen gekommen. Sollte das mit dem Kerngesund einmal ein bisschen anders sein, so will ich doch immer versuchen, hier diesen Nachmittag zu erübrigen und zu Ihnen zu kommen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, vor 2 Jahren, als ich das erste Mal in diesem neuen Amt als Ortsbürgermeister bei Ihnen war. Das war auch eine Veranstaltung im Frühjahr, mehr oder weniger so um diese gleiche Zeit, Anfang April. Da war es wenige Tage, nachdem der Rat der Stadt Viersen mich zum Ortsbürgermeister von Dülken gewählt hat. Und da habe ich damals mich Ihnen vorgestellt und erinnere mich heute noch gerne an diesen Samstagnachmittag in diesen Räumen. Und wenn man dann hierher kommt und sieht, dass der Saal bis auf den allerletzten Platz ausgefüllt ist, dann ist das ein sehr, sehr gutes und ein sehr, sehr deutliches Zeichen, wie engagiert, wie aktiv und wie gut der Zusammenhalt in Ihrer Ortsgruppe ist. Und deshalb bin ich heute Nachmittag gerne zu Ihnen gekommen. Wir wollen, so steht es in der Einladung, heute denken, gedenken und auch feiern. Zunächst denken, erinnern und gedenken an 65 Jahre Kriegsende. Ein geschichtliches Ereignis, in dessen Folge und in dessen Umfeld es gerade für Sie so viele einschneidende und verändernde Schritte in Ihrem Lebensweg wie für kaum einen anderen gegeben hat. Und deshalb soll auch in meinem Grußwort zunächst das Gedenken und das Erinnern an das Kriegsende vor 65 Jahren stehen. Damals hat sich Ihr persönlicher Lebensweg ganz entscheidend verändert. Heute will ich als Ortsbürgermeister sagen, Ihre Heimat ist und Ihre Heimat bleibt Westpreußen, Ostpreußen und Danzig. Als Ortsbürgermeister von Dülken will ich aber auch sagen, dass ich hoffe, dass Sie am Niederrhein, dass Sie in unserer Vaterstadt Dülken ein gutes, ein ordentliches zweites Zuhause in den letzten Jahrzehnten gefunden haben. Und so haben Sie vor 60 Jahren dann die Landsmannschaft, die Ortsgruppe Dülken, gegründet. Und auch deshalb sind wir ja heute Nachmittag zusammen, um diesen 60-jährigen Geburtstag miteinander zu feiern. Und das ist ja etwas wirklich Positives. Und das sollten wir heute Nachmittag auch gebührend tun. Ich will deshalb diese Gelegenheit auch nutzen, Danke zu sagen. Herr Zauner hat eben zu Beginn schon seine ganz persönliche Verbindung von der Kindheit vor 60 Jahren über, wie er eben sagte, mittlerweile 30 Jahre Vorsitz dieser Landsmannschaft hier ganz kurz geschildert. Und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, Herrn Zauner, aber ich füge sofort an, seiner gesamten Familie, seiner Frau, seinem Sohn ganz herzlich zu danken, weil solange ich ja noch relativ jung, die Aktivitäten der Landsmannschaft erlebt habe, so sind all diese Dinge untrennbar verbunden mit der Familie und mit dem Namen Zauner. Und deshalb will ich diesen Geburtstag zum Anlass nehmen, Ihnen im Namen, denke ich, von Ihnen allen ganz herzlich zu danken für das, was Sie über viele, viele Jahre für diese Gemeinschaft geleistet haben. Ich glaube, ohne Sie wäre auch der heutige Nachmittag ein anderer. Deshalb herzlichen Dank. Nun steht leckerer Kuchen auf dem Tisch, das ein oder andere Grußwort, das ein oder andere Lied wartet noch. Deshalb will ich es an der Stelle zunächst wenden lassen. Ich sage nochmal herzlich willkommen, herzliche Grüße und herzlichen Glückwunsch zum 60-jährigen Bestehen. Vielen Dank. Applaus